Hallo, ich bin der Christian Leidinger, Geschäftsführer von die Koje. Hi, ich bin Konstantin von Kasper. Hallo, mein Name ist Michael Hurners und ich bin Gründer und Geschäftsführer von Tractiv. Und heute sind wir da beim Startup-Land, bei der Eröffnung. Wir freuen uns riesig auf den ersten Tag. Kasper ist das führende Unternehmen im Bereich Schlafen und wir haben vor 4 Jahren mit der Matratze angefangen und heute kümmern wir uns immer mehr um das ganze Schlafzimmer. Ja, Tractiv beschäftigt sich mit der GPS-Ortung von Hunden und Katzen. Das heißt, man kann am Handy direkt nachschauen, wo der Hund oder die Katze ist und bekommt sofort einen Alarm, wenn das Tier wegläuft. Die Koje ist ein nachhaltiges Unternehmen, die vorwiegend Zirbenbetten und Zirbenmöbel produziert. Warum es mir wichtig ist, da zum Sie und das zum Unterstützer. Ja, wir haben auch irgendwann mal sehr, sehr früh angefangen und finden Veranstaltungen, wo Leute irgendwie Fragen stellen können, sehr wichtig, um einfach auch den Leuten dann die Möglichkeit zu geben, zu verstehen, ob sie dann selber vielleicht gründen wollen. Weil wir selbst auch ein Startup waren oder sind und uns auch oft geholfen worden ist. Und man hofft natürlich auch, man kann da von diesem Wissen, von diesen Learnings etwas an andere Startups weitergeben. Ich glaube, man muss einfach Unterstützer. Also man muss einfach unter die Arme greifen, man muss denen einfach Mut machen, die eine gute Idee haben. Was für mich ein erfolgreiches Startup ausmacht. Das Wichtigste ist, dass sich Leute zusammenfinden, die sich gut ergänzen und gut miteinander können. Dass es ein Produkt hat, das Konsumenten brauchen, dass es was verbessert für den Konsumenten, dass es dann ein sehr dynamisches Team bekommt, das gewillt ist, Risiken einzugehen. Für mich muss ein junger Unternehmer oder jemand mit einer Idee einfach brennen. Also man muss ihm, wenn er von seiner Idee erzählt, man muss ihm ein Leuchter in der Augen aber kennen können. Was ich der junge Unternehmer mit einer kreativen Idee mitgeben möchte. Ja, überlegt es euch gut, es ist viel Arbeit, aber macht's, weil es extrem viel Spaß. Dranbleiben. Also es gibt immer wieder Tiefschläge. Ja, die muss man übertauchen. Man findet Lösungen und wenn man wirklich an seine Idee glaubt, dann kann es nur gut gehen.